Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder eine frisch gepresste Ausgabe für euch von Frequent Traveler TV. Denkt dran, die Themen, die ich frisch gepresst habe, sind natürlich für dieses Wochenende frisch. Ich glaube, ich habe gestern die Sendung nicht gemacht, weil wir einen Alarmton hatten. Ich wollte ihn euch mal vorspielen. Du sitzt nichts ahnend hier, willst eine Sendung machen und dann kommt Folgendes. Warte, hier ist es. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Das ist natürlich nicht schön. Also das war Hölle laut. Ich kann euch das gar nicht nachspielen. Deshalb fiel die Sendung gestern aus wegen dem Stress. Aber die Themen, die ich habe, sind zum Beispiel Lufthansa 777X. Kommt erst 2026. Da hatte doch Tim Clark von Emirates doch wieder recht. Lufthansa hat 6 Fluggesellschaften, die Stress haben mit der EU-Kommission wegen Greenwashing. Naja, nun gut, man kann halt nicht CO2 kompensieren, wenn man fliegt, weil, also kann man schon, aber eigentlich ist es ja irgendwie, aber hey. Wir haben dann noch einen Deal, so ein Deal mit der Swiss von London über Zürich nach Dubai. Ab 1299 Euro geht es umgerechnet los. Wichtig, was wir auch noch haben, ist zum Beispiel das Thema MTU bzw. Pratt & Whitney, die Triebwerke, die wegen dieser Beschichtung am Boden sind, die Flugzeuge nämlich damit, das ist am Scheitelpunkt, sagen sie. Also da sollten wir vielleicht jetzt bald wieder Besserung haben und Lufthansa hat halt 50 Flugzeuge, die sie geleast haben wegen der Thematik. Habe ich was vergessen? Ich habe irgendwas vergessen. Condor. Condor wird zum Kotzbomber. Ist natürlich jetzt nicht so unbedingt das Thema, was man mag, aber so ist es. Und was hatten wir noch? Austrian Airlines. Fliegt in Weiß. Ich glaube, wir sollten da mal den Song von Roy Black spielen. Gut, dann haben wir das alles abgearbeitet und wir werden jetzt für euch natürlich die Sendung starten. Wenn ihr den Kanal abonniert, die Glocke anmacht, ein Like da lasst, kommentiert, Kanalmitgliedschaft, Stammtisch, habe ich was? Ach, ihr wisst schon, kommentiert einfach und Kanalmitgliedschaft, Stammtisch, so ist das. Und Glocke an, Like da lassen, alles ganz wichtig. Das erste Thema, was wir heute frisch gepresst haben, das ist die Lufthansa-Gruppe und das Thema Greenwashing. Und die EU-Kommission will da jetzt einen Stopfen drauf machen, dass man halt bei der Kommission jetzt keinen Bock mehr hat auf Fluggesellschaften, die dort das Greenwashing machen. Es sind 20 Fluggesellschaften in Europa, die dort Stress haben und 6 davon gehören zur Lufthansa-Gruppe. Naja, nun gut. Weil wenn das Thema, wie Lufthansa das angeht, natürlich konzernweit ausgerollt ist, ist das ja klar, dass das alle betrifft. Aber dieses Greenwashing ist halt ein Riesenthema, weil die EU-Kommission sagt, dass die Kompensation bisher nicht EU-weit gesetzlich geregelt ist und Lufthansa stützt ihre Klimaversprechen bei der Buchung auf die Förderung von Umweltprojekten und vor allem aber auch auf dieses SAF, also auf das Sustainable Aviation Fuel. Und da ist es halt wirklich so, dass das Landgericht in Köln natürlich der Eurowings auch gerade diese CO2-Werbung verboten hat, weil es einfach irreführend ist. Und da muss man sich das Thema dann angucken, denn die Airlines sollen die beworbenen Einsparungen für die EU-Beamten aufschlüsseln binnen 30 Tage. Also das heißt, dass man da halt wirklich jetzt mal Butter bei die Fische tun muss. Viele Projekte sind ja auch irgendwie im Zwielicht, weil es zum Beispiel darum geht, wenn man die Bäume, den Wald aufforstet, dass das Ganze natürlich nicht heute und morgen passiert, sondern erst in 20, 30 Jahren oder wann immer. Und deshalb ist das wirklich klimaneutral. Dann die Geschichte ist natürlich, wenn man sich das anguckt, im ersten Jahr haben durchschnittlich 3% der Gäste das Angebot genutzt, sagte Lufthansa im März. Und die Business Class werden bereits bei 11% der Buchungen über die Portale Lufthansa Group Greenfare-Tickets ausgewählt. Besonders erfolgreich sind die Greenfares auf Strecken wie Hamburg, München, Zürich, London und Frankfurt, Berlin. Ja, weil es mehr Meilen gibt, Freunde der gepflegten Gastlichkeit. 20%. Es gab ja auch einigen Strecken ja mal 100, um da das ein bisschen zu pimpen und zu gucken, was da passiert. Also wenn ich für meine Kunden diese Greenfares buche, dann ist das Argument nie CO2-Kompensation, sondern sagen, ach, ich nehme die Meilen mit, gerade in der Business Class lohnt es sich ja 20% mehr. Also macht ja auch Sinn, oder? Und wenn man dann wirklich das Ganze anguckt, ist es halt wirklich in meinen Augen halt, eigentlich Greenwashing.
wie der Name sagt, es wird einfach grün gewaschen. Ihr wollt noch wissen, welche Fluggesellschaft das sind. Das ist natürlich die Lufthansa selber. Dann haben wir die Swiss, die Austrian, die Eurowings, die Brussels, die Air Dolomiti. Und damit haben wir ja fast alle drin. Ne? Wenn die ITA kommt, wird vielleicht auch ITA der Greenwashing bezichtigt. Also hier könnt ihr dann nochmal schreiben, was ihr davon haltet und was ihr davon denkt. Und ich glaube, dass wir dazu doch die Frage des Tages auch gewählt haben, ganz bewusst. Und zwar ist die Frage des Tages, findet ihr, dass Fluggesellschaften Greenwashing betreiben? Ist das Greenwashing, was die Fluggesellschaften machen? Und vor allem die andere Frage ist, wie sollen Fluggesellschaften dann das Thema angehen? Weil auf der anderen Seite muss man ja Ehrlichkeit halber sagen, es fallen nun mal Treibhausgase an. Und die EU hat ja sich auch jetzt dieser Chemtrails, beziehungsweise der, wie heißt es wirklich, der Abgaswolke, hätte ich fast gesagt, der Flugzeuge genähert. Und man will gucken, was da wirklich ist, weil man davon auch ausgeht, dass der Flugverkehr dadurch natürlich auch zur Erderwärmung beiträgt. Also, ein schwieriges Ding ist wohl die Quadratur des Kreises. Ihr habt jetzt die Aufgabe, die Frage zu beantworten, ob es Greenwashing ist und wie ihr das Thema, wenn ihr Armchair-CEO einer Fluggesellschaft seid, angehen würdet. Und ich bin mal gespannt, wie ihr das Thema angeht. Geht weiter mit der MTU und der Pratt & Whitney Triebwerke. Da muss man dann wirklich der Ehrlichkeit halber sagen, dass diese Triebwerke mehr Probleme verursachen im Moment, als sie lösen. Denn wenn wir uns mal angucken, wie viele Flugzeuge da stehen, und bei Lufthansa sind ja im Schnitt 20, glaube ich, Flugzeuge, die pro Tag dieses Jahr stehen, nur weil die Triebwerke nicht funktionieren. Bei den Freunden von AirBaltic ist es ja ebenfalls ein Riesenproblem. Und die MTU sieht jetzt, dass das wirklich bei diesen Triebwerksschaufeln, dass das ein Scheitelpunkt ist, dass man das jetzt wieder anfängt, da keine Gefangenen mehr zu machen, sondern wirklich das Thema so zu lösen, dass es schneller vorangeht. Und auch Ende 2023 ausgelieferten Triebwerke seien mit unlimitierten Scheiben ausgestattet. Darunter auch die auch das 1000, das PW1100GJM, was zum Beispiel bei der MTU Aerojet am 20. März die Endmontage verlassen hat. Also, ihr seht, da geht es jetzt los. Knapp 500 Flugzeuge sind weltweit am Boden. Daran sieht man das auch. Auch neue Flugzeuge leiden natürlich. Ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel Airbus die Flugzeuge ja auch nicht so schnell ausliefern kann, weil halt die Triebwerke nicht kommen. Unter anderem, das sind halt so Themen. Und man möchte jetzt die Durchlaufzeit verringern. Heißt also, gegroundete Flugzeuge für das erste Quartal 2024 sollen weniger werden. Im September 2023 war noch die Rede von 650 Flugzeugen. Und die Zahl konnte Ende Januar nochmal nach unten korrigiert werden. Also gute Vorzeichen, dass das klappt. Und man soll den Durchlaufzeit auf unter 100 Tage gebracht werden, Wing to Wing. Zeit von der Abnahme des Triebwerks vom Flügel bis zur erneuten Montage eines Flugzeugs liegt bei 250 bis 300 Tagen. Krass, oder? Also das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. 16 Shops, die, also 16 Shops, wie heißt es, 16, wie heißt denn jetzt das Wort? Jetzt habe ich da eine Blockade. Nein, ist es nicht. Und zwar Reparaturbetriebe. So wäre vielleicht der deutsche Begriff. Die reparieren die Triebwerke weltweit. Und da gibt es halt viele. Und zwar in drei Standorten von den MTU. Das ist Hannover, das ist Zhuhai in China und EME Aero, Joint Venture mit Lufthansa Technik in der Nähe von Rzeszów in Polen. Also sind wir da auf dem neuesten Stand, können da auf Neuigkeiten hoffen und vielleicht kann dann Lufthansa auch einige Flugzeuge wirklich weggeben, dass die CEOs wegkommen. Wir haben ein Condor-Thema. Condor habe ich eigentlich nie so auf der Agenda gehabt als negative Fluggesellschaft, die sich halt nicht um ihre Kunden kümmern. Ich fand sie gerade mit ihrer Ringelsocke, auch mit ihrem Bier. Ich habe das BrewDog noch nicht probiert, ich habe das zwar zu Hause stehen, aber auf jeden Fall ist es so, dass dort Kotzbomber gewesen ist. Auf einem Flug von der Condor gab es eine Massenübelkeit. Der Flug war die 2315 von Mauritius nach Frankfurt am Donnerstag. Und dieser Flug ist erwartet worden von mehreren Ambulanzen und auch Notarztwagen. Und es ist halt eine ungenannte Zahl von Urlaubern. 70 Betroffene, sagen die Medien. 250, nee, 290 Passagiere waren an Bord,
handelt sich natürlich um einen A330neo mit 310 Plätzen von der Condor. Und die haben da irgendwas gegessen in der Economy Class. Und da gab es wohl relativ lustige Geschichten. Ich weiß jetzt gar nicht, das war dieses Vegetarische. Steht leider in dem Artikel nicht drin. Da muss ich das aus dem Kopf machen. Da gab es so ein vegetarisches Menü und das hat laut Passagiere metallisch geschmeckt. Und es haben sich Passagiere, ja, gegenüber der Bild-Zeitung, ich weiß, geäußert und haben gesagt, hey Freunde, Nacht, das ist nicht gut. Und daraufhin hat wohl die Crew gesagt, man sei ja in der Economy Class, das ist ja nicht Business Class hier. Und daraufhin ging dann eine halbe Stunde später die Kotzeritis los, man hat Kotztüten und so weiter. Und man hat ja, ich weiß gar nicht, war es Condor, aber eine Fluggesellschaft, aber es Lufthansa, irgendeiner hatte das ja auch so gemacht, dass man nur noch eine Kotztüte pro Reihe. Und jetzt stellt man sich mal vor, man hat 70 Leute, die da vor sich hinkotzen in der Orgie. Und was auch spannend war, ist, die Leute haben sich beschwert, dass die Crew sich nicht gemeldet hat, wenn der Call-Button gedrückt worden ist. Ich persönlich bin vorsichtig mit solchen Aussagen. Ich kann das nur berichten. Das, was da passiert ist, die Condor selber sagt, nee, das war nicht so. Die Crew hätte sich, das sind jetzt meine Worte, rührend gekümmert. Da kann man jetzt natürlich ehrlicherweise sagen, okay, das kann man jetzt so halten wie der Dachdecker. Aber am Ende des Tages, wenn die Passagiere sich beschweren, war es wohl nicht so in Ordnung. Also die Passagiere sind kotzenderweise dann hier angekommen und das war alles nicht hübsch, wenn man das sagt. Und ich denke mal, dass man bei Lufthansa, bei Condor und so weiter mit dem Essen natürlich immer wieder Probleme haben kann, egal wie. Also das ist jetzt nicht unbedingt so etwas, was jetzt Condor schuld ist. Aber wo die Condor oder die Fluggesellschaft in dem Fall meiner Meinung nach schuld ist, wenn der Service wirklich so kacke war, wie die Leute das gesagt haben. Das kann und das darf nicht sein. Und jemandem zu erzählen, hey, das schmeckt metallisch, ja, aber das ist halt hier Economy Class, halte ich für schwierig, wenn man das so macht. Also man ist zwar in der Massenabfertigung und man ist im Beförderungsfall, aber ich finde es halt schade, wenn die Crew so reagiert. Und ich kann auch verstehen, wenn man 70 Leute hat, auf einmal die krank sind, dass das Stress verursacht für die Crew. Und dass das jetzt nicht so ist, dass man das hübsch findet. Aber an dieser Stelle muss ich dann der Ehrlichkeit halber sagen, es ist schon, ja, so wie es ist, ne? Kotzwamm. Dieser Artikel wurde mir auch zugesendet. Danke dafür nochmal. Und ich bin froh für jede Meldung von euch. Ihr könnt ja auch unten nochmal antworten und sagen, was ihr davon haltet und ob euch das auch irgendwo aufstößt, pun intended. Gut. Jetzt haben wir ein Thema wieder von der Austrian. Und zwar ist das von der Austrian. Die haben einen 787 Bomber bekommen. Der fliegt jetzt in weiß. Nicht mit Austrian Farben leider. Und zwar ist es so, man möchte jetzt mit der Langstrecke beginnen. Aber vorher gibt es noch ein bisschen Kurzstrecke mit der 787. Man fliegt wie in Frankfurt, um da die Crews drauf zu schulen. Und der erste Flieger wird wohl in weiß fliegen, denn der eine war ja schon zum Beispiel in Wien, da hat man ja auch ein bisschen geflogen. Dann wurde er zu Wartungsarbeiten nach Taipei vorher, ist dann als Oscar Echo Lima Papa Mike zurückgekommen, ist dann nach, wo ist er denn hingegangen? Nach Tarp, davor noch gewesen und ist dann jetzt mit der Seriennummer 62735 und dem künftigen Kennzeichen Lima Papa Lima. Das ist nämlich der andere, Lima Papa Mike, und dann nach M kommt halt L. Der steht direkt auch in Teruel, aber er ist halt weiß und das hat Gründe. Die Ex-Bamboo-Maschine, die ja eine von 11 Dreamlinern ist, die Auer bekommen soll. Und ich weiß jetzt gar nicht, warum das weiß, dass man da halt das nicht geschafft hat mit dem Lackieren. Wobei ich auch interessant finde, vielleicht hat das doch damit zu tun gehabt, dass man den Flieger nicht unbedingt mit Austrian-Farben lackieren wollte, weil man gesagt hat, wenn die Austrian sich nicht im Tarif einigen, was sie ja Gott sei Dank getan haben, man weiß es nicht. Ich bin da etwas gespalten. Also ich denke mal, der 320neo ist auch weiß geflogen, ein paar Wochen lang, und das wird auch schnell über die Bühne gebracht. Vielleicht Bratislava, keine Ahnung, wo die das lackieren. Und dann ist der Flieger hübsch in Auerfarben. Und ich gebe euch mal das Bild von der Auer. Dann habt ihr das auch. Und zwar, ich finde das eigentlich eine schöne Lackierung, wenn man das sich so anschaut. Hier haben wir es, die Austrian Dreamliner. So sieht er aus. Hier. Oh, guck
kurzes Bild, da habt ihr es. Also könnt ihr dazu schreiben, was ihr davon haltet, von der Bude. Ich persönlich finde die Austrian-Lackierung eigentlich eine schöne Lackierung und nicht so ganz so langweilig wie Hansens mit dem Rot. Aber wer bin ich? Ich hätte mir noch vielleicht ein Zeichen gewünscht auf den Triebwerken als Beispiel. Aber wir wollen hier jetzt nicht so hart ins Gericht gehen. Wer mit wem hart ins Gericht geht, das ist wohl Lufthansa mit Boeing. Und zwar, da ist es so, dass die Lufthansa jetzt auch nicht mehr damit rechnet, dass die Boeing 777X in 2025 kommt. Man hatte das ja dort vehement verteidigt und hat gesagt, ja, das kürt. Aber nö. Tim Clark hatte das ja schon gesagt, dass die 777X wohl später kommt. Alle haben so gesagt, nö. Aber jetzt ist dem wohl so. Der Grund, Lufthansa sieht es nicht als ihre Aufgabe an, Verspätung von Flugzeugmodellen anzukündigen, darüber zu spekulieren. Und sie will solche Ankündigungen dem Hersteller überlassen, in diesem Fall natürlich den Freunden aus Seattle, Boeing, dass sie da sagen, dass es ist. Also man hat die Zertifizierungsflug, den Plan nicht erfüllt. Das ist der Grund, warum es weiter nach hinten geschoben wird. Und insofern ist es so, dass man die letzte Stand war, dass der Zertifizierungsflug im März oder April hätte stattfinden sollen. So Ritter, die Freigabeflug der europäischen Luftfahrtbehörde EASA sei dann anschließend Ende 2024 zu erwarten gewesen, doch die Zertifizierungsflug in den USA immer noch nicht stattgefunden hat. Also das ist das Thema. Also frühestens Anfang Sommerflugplan 2026. Nur für alle nochmal fürs Protokoll, der Flieger sollte eigentlich, glaube ich, 2020 kommen mit Allegris. Jetzt fliegt Allegris halt im 350, zumindest teilweise, die First Class fehlt ja noch. Und da bin ich mal gespannt, wie ihr das Thema dort seht. Auch hier könnt ihr dazu schreiben, könnt ihr kommentieren. Heute haben wir wieder keinen Deal haben wir, aber wir haben keinen Meilenmittwoch, aber an einem Samstag. Bin faul heute, es tut mir leid. Aber ich habe euch trotzdem einen Deal vorbereitet und zwar ist das mit der Swiss von London über Zürich nach Dubai. 1299 Euro, Buchungsklasse ist P wie Paula. So, und dann, ich trockne hier aus. Ich habe die AC ausgemacht, damit das Gedröhne nicht auf den Lauschern habt. Und zwar können wir hier einmal gucken. Hier seht ihr die Streckenführung. Und zwar die Streckenführung ist hier. Da seht ihr das von London über Zürich nach Dubai sind 2699 auf dem längeren Leg, 491 Meilen auf dem kürzeren. Hin und zurück sind das zusammen 6914. Ist auch eine schöne Linie, mehr oder weniger, wenn man sich das so anguckt. Wenn man dann weiter guckt, wie viele Punkte das gibt, da können wir dann halt gucken. In der Buchungsklasse P ist halt die niedrigste Buchungsklasse für Lufthansa Group. Da gibt es halt nicht mehr die Meilen, die Punkte, das hat man noch nicht ausgerechnet. Im Moment gibt es ja auch noch bei SAS die Punkte. Aber das Problem bei SAS ist halt, dass es bei der Swiss in der First Class, Gott sei Dank, nur diese Regelung gibt, nämlich dass es da weniger Punkte gibt, aber bei der Business Class ist das Ganze in Ordnung. Jetzt wollt ihr wissen, wie viele Meilen es gibt. Es wäre ja rein theoretisch so, dass man 40 gibt es für die Strecke von London bis nach Zürich, dann 200 bis nach Dubai hin und zurück sind das dann 480. Heißt also ein Viertel für 1299 Euro beginnend. Und ab Juni, Juli, also da, wo es lecker warm ist in Dubai, gibt es diesen Preis. Was gibt es noch zu erzählen zu dem Ticket? Natürlich Buchungsklasse P. 6 Tage ist Mindestaufenthalt oder eine Nacht von Samstag auf Sonntag. Wichtig ist auch, dass Stopover nicht erlaubt sind. 250 Pfund kostet Reissue Revalidation. Stornierung ist nicht erlaubt, weil das Ticket nicht refundierbar ist. Das ist natürlich so. Und was wir auch haben, ist, dass es keine sonstigen Themen gibt. Ich bin durch mit meiner Sendung. 20 Minuten haben wir Gott sei Dank geschafft. Habe ich auch gar nicht Probleme mit gehabt, das zu schaffen. Ich habe an keiner Stelle das Ganze gestretcht. Ihr könnt euch ja unten kommentierenderweise dazu äußern. Ich freue mich auf den Dialog mit euch. Denkt dran, zum Stammtisch zu kommen oder aber auch Kanalmitgliedschaft und so weiter.
hier unter der Nummer. Ich ändere bald die Nummer. Ich habe auch schon eine neue. Ich bin überlegen, ob die mit Miles, mit Points und das andere, was ich hatte, FQT-TV habe. Müssen wir mal gucken. Ich habe da was Lustiges. Dauert noch ein bisschen, bis WhatsApp das akzeptiert. Jetzt gibt es für euch den Abspann und ich bedanke mich und freue mich auf morgen mit euch. Also bis dann, ciao. Thank you.